Hallihallo und herzlich willkommen bei Let's Play Final Fantasy VII. Ich begrüße euch hier am Nordkrater. Der werte Herr hat uns gerade die Leiter runtergelassen. Das habe ich jetzt aber leider nicht mit aufgezeichnet, weil ich danach nochmal fix ins PHS gegangen bin, habe die Gruppenmitglieder ausgetauscht, alles umgemuschelt. Das wollte ich jetzt offscreen machen. Dementsprechend habt ihr leider diese wunderbare Animationssequenz verpasst. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und ja, der letzte Part war super spannend. Wir haben Midgar abgeschlossen, viele Bosse besiegt, haben am Ende vor allem Hojo besiegt und haben CD2 abgeschlossen. Jetzt bleibt uns im Endeffekt nur noch übrig, entweder der Hauptstory zu folgen oder noch ein paar Nebensachen zu machen, die ich natürlich gerne angehen möchte. Ich nehme heute mit neuer Tontechnik auf. Ich hoffe, dass hier alles funktioniert. Also falls in den nächsten Parts der Klang vielleicht immer wieder mal ein bisschen anders sein wird, liegt es da dran? Keine Ahnung. Ich hoffe einfach, es funktioniert halbwegs und man hört mich. Genau, ich würde jetzt so vorgehen oder bin so vorgegangen, dass ich habe mir mal alles aufgeschrieben, an was ich mich alles so erinnere. Habe ja schon gesagt, wo ich weiß ungefähr, wie was ist, würde ich im Notfall nachgucken, wenn so mit der letzte Gedanke noch fehlt. Ansonsten, oh, ist aber schön schwarz, wie als wäre irgendwie die Grafik ausgefallen. Aber was ich jetzt nicht weiß, würde ich tatsächlich erstmal nicht nachgucken. Und ich gucke jetzt einfach mal auf meine schlaue Liste, was ich als erstes angehen möchte. Wir haben ja was zum Thema Waffen, Limits, Orte, die uns noch nicht bekannt sind. Und ich glaube, ich würde tatsächlich am liebsten erstmal noch etwas nachholen, an was ich mich vor ein paar Tagen wieder erinnert habe. Ihr wisst ja, dass man durch Manipulation Feindeskönnen auf sich wirken kann, damit die Person das dann erlernt. Und es gibt ein Feindeskönnen, das nennt sich Weißer Wind. Und das kommt von einem Monster, was ganz, ganz putzig aussieht. Und ich bin mir relativ sicher, dass das hier in der Nähe irgendwo ist. Der hat einen ganz ulkigen Namen. Weil ich glaube, das war in der Junon-Region. Das würde ich tatsächlich gerne mal noch machen. Wo haben wir denn Junon? Weil. Oder hier. Mal gucken. Oh. Hier. Ich land mal. Ich guck mal, ob. Nee, ich glaube, nämlich. So, die wartet mal kurz, ich will mal schnell. Irgendjemand muss ich noch nach hinten setzen. Was? Red oder wer hat Fernangriff? Die Yuffie setze ich nach hinten und die kriegt jetzt mal. Hat sie schon drin. Herrlich. Gut. Und dann gucken wir mal. Aber wer hat denn. Aber Weißer Wind können wir dann, glaube ich, auf alle einfach wirken. Und hoffe ich, dass das Viechen hier einfach mal kommt. Das sieht nämlich sehr ulkig aus. So, ich habe es überlegt, habe ich denn Zufallskämpfe überhaupt noch eingestellt, aber ja, habe ich tatsächlich. Ich muss jetzt schon wieder an Final Fantasy VI denken. Dort habe ich sie nämlich manchmal ausgestellt, wenn es mir in den Kram passt. Nee, sind sie nicht. Dann kloppen wir die Klammer weg. Ich glaube, unsere Zauberfee ist jetzt Yuffie. Da habe ich auch noch was angelegt, was die Zauberkräfte noch ein bisschen stärkt. So, das ist natürlich jetzt nicht besonders spannend zu Beginn, aber ich könnte mir vorstellen, dass so noch ein weiterer Heilzauber neben Heilung vielleicht nicht das Schlechteste wäre. Nummer 2. Nee, auch nicht. Ich hoffe eben, dass die direkt um Junon herumkommen, aber vielleicht waren die auch. Oder kamen die am Strand? Ah, das ist natürlich die Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wenn wir jetzt hier beim dritten Kampf die nicht kriegen, würde ich mal weiterziehen. Irgendwie kann ich mich auch an den Namen nicht mehr so ganz erinnern. Also irgendwas mit Z, dachte ich. Semsila, Semsile, keine Ahnung. Nee, also jetzt nicht so erfolgreich. Das Schöne ist, dass wir die Gegner ja relativ schnell wegkriegen. Ich weiß gar nicht, wie viel AP die bringen. Wahrscheinlich nicht so viel, dass es uns was nützt. 10 AP. Übersichtlich. Sehr, sehr übersichtlich. Gut, dann gehe ich mal hier ein Stück rüber. Vielleicht mal so hier in die Richtung.
Wir landen hier mal. Geh mal zum die Strandgegend. Kann natürlich sein, dass so Adamantamei und sowas jetzt hier erstmal kommen. Aber wie gesagt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das hier, hier vorkommen. Ja, so gestern habe ich nämlich dann. Oh, sag mal schon wieder, dies kann aber nicht wahr sein. Habe ich meine Technik erhalten. Heute kam, also gestern kam das, was kam gestern? Das neue Mikro. Der Lichtring, Ringlicht, wie auch immer das Teil heißt. Das habe ich dann gestern alles installiert und ausprobiert. Wie gesagt, ich hoffe, das funktioniert erstmal halbwegs so. Heute kam dann noch neuer Drucker, Kopierer, Scanner. Habe ich schon ein bisschen ausprobiert. Scannen tut sehr gut, da werde ich demnächst auch. Sagt mal, kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja irgendwie dumm. Weil ich ja gerne meine selbstgemalten Bilder in etwas besserer Qualität einscannen möchte. Ich habe das schon mal auf einem anderen Scanner probiert, der nicht mir gehört. Das fand ich sah jetzt nicht so schön aus. Das eingescannte durch mein iPhone, ja, ist okay. Aber das, was ich hier habe, irgendwie 600 DPI, keine Ahnung, was das heißt. Ja, das meine ich. Da ist es schon. Da ist es, da ist es, da ist es. Manipulation kann. Samselet, ja, irgendwas mit Z, wusste ich doch. Hoffnung, dass es auch gleich funktioniert. Danke, Red. Danke. Aber man weiß mal, dass das Vieh hier kommt. So, mein lieber Red, dem nehme ich jetzt mal gleich den Gegenangriff weg, weil sonst machst du mich sehr, sehr unglücklich. Ich weiß, ich versuche jetzt nicht so nachtragend zu sein, aber es hat mich jetzt echt ganz schön abgefuckt. So, Gegenangriff mal weg. Ah, das habe ich natürlich nicht bedacht. Meine Güte. Ja, und auf jeden Fall, die Scan-Qualität hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und, aber das war wieder, fand ich sehr hochschwellig vom Installieren und dann noch hier ein Konto anlegen und dies und das, wo ich dachte, oh Mann, ich will doch einfach nur scannen, meine Güte. Ich will ja kein Konto anlegen und habe ich gleich noch einen Probedruck auch Probedruck gemacht. Das hat auch gut funktioniert. Dann werde ich die nächsten Tage das mal angehen und dann habe ich mir noch für meine Gesangsecke noch so ein paar neue Schallschutzplatten besorgt, weil die alten, die sind jetzt nicht optisch nicht so der Reißer und weil ich ja gerne jetzt mehr mit Video arbeiten möchte in der Ecke, muss das schon ein bisschen nach was aussehen. Da wollte ich jetzt hier täglich Stück für Stück eine Reihe angehen, weil das dauert dann irgendwie doch immer ein bisschen. Ja, da vereinnahmt mich das gerade sehr, sehr viel. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, da ist es wieder sehr gut. Da könnten Cloud und Red sich mal um die No Nero Sufferoth kümmern. Und die Yuffie manipuliert. Brav. Und das Witzige ist, glaube ich, bei dem Monster, dass das nämlich Weißer Wind gar nicht selber an sich wirkt. Muss man eben erstmal drauf kommen, ne? Weißer Wind, genau. Bitte lernen Sie. Heilt zwar, glaube ich, nicht super. Ist jetzt nicht so der Knaller. Ich habe irgendwie ein bisschen mehr erhofft, aber vielleicht wirkt es ja mehr, wenn man es auf sich selber wirkt. Ah, Eindämmung. Schön. Dürfte jetzt auch. Ist ausgelernt? Nee, sonst würde ja Max da stehen. So. Erstens wollten wir auf den Red und zweitens wollten wir auf die Substanzen. Und du kriegst jetzt, wo ist es? Gegenangriff wieder. Und wer hatte denn Feindeskönnen? Wenn das die Yuffie hat, ist es sinnlos. Ne, der Cloud. Hier. Dann kann das Red behalten. Sehr schön. Dann speichere ich jetzt mal und versuche mich jetzt an dem wunderbaren Wesen, was dort in diesem Graben, in diesem, nicht mit dem Graben, in den, oh Gott, wie heißt es denn? Wie heißt es denn, wenn irgendwo was eingeschlagen ist? Krater! Oh, Sapa! Hilfe! Da versuchen wir mal ranzukommen. Werte Ultima Weapon. Bin ja so froh, dass es noch da ist. Ich hatte echt Angst, dass es irgendwie nur auf CD2 machbar war.
Da kloppen wir jetzt mal richtig viel drauf. Ultima-Strahlen, das fängt ja super an, ha? Mach mal Ultima. Yuffie, du machst mal bitte Regeneration. Das mit der Ultima-Weapon ist nämlich gar nicht so einfach. Und das werdet ihr auch nach diesem Kampf sehen. Die hat nämlich so einen kleinen Trick auf Lager, der etwas nervig ist. Und das könnte uns viel Zeit kosten. Was macht das? Mal gucken. Okay, das ist so Demi. Wollen wir gleich mal Weißer Wind machen. Testen das jetzt mal. 34 MP ist okay. Du machst noch mal ein bisschen hier Flamme. Kennen wir, glaube ich, noch nicht, ne? Wow! Okay, ich nehme alles zurück. Das ist super toll. Liebe es. Bio 3, kann man es vergiften? Okay, jetzt macht es irgendwas. Tschüss! Fliegt nämlich weg. Toll, ne? Und das Problem ist, wenn ich jetzt nicht aufpasse, wo das Vieh hinfliegt, werde ich es verlieren und ich muss das Scheißteil auf der ganzen Weltkarte suchen. Das ist richtig nervig. Ja, die Richtung. Was für eine Kraft, verdammt. Glaubst du, ich gebe einfach so auf? So, und jetzt müssen wir das nämlich verfolgen, bis ich das... Oh ja, Mann, ich will gar nicht in dich reinfliegen. Bis das... irgendwo sich wieder niederlässt. Und dann müssen wir es, glaube ich, 1, 2, 3 mal, keine Ahnung wie oft, besiegen. Und dann lässt es sich final irgendwo wieder. Und dann haben wir es besiegt. Es gibt auf jeden Fall mindestens 2 optionale Weapons, die man hier machen kann. Eine schaffe ich, bin ich mir sehr sicher, ja. Die andere, ja. Oh, kiss dich doch mal aus. Ich weiß noch, ich habe als Kind mal, glaube ich, echt ungelogen eine Stunde nach diesem Scheißteil gesucht, weil ich nicht wusste, wo sich das niedergelassen hat. Ja, flieg. Weil das ist dann irgendwann auch weg, wenn das zu weit außer Reichweite ist. Dann verschwindet das einfach, weil es einfach die Grafik nicht mitmacht. Da hast du nämlich Pech. Ich will nicht an dich ran, da muss ich nämlich dann auch schnell umdrehen. Das ist bestimmt super spannend. Och, Mann. Die Steuerung... Es gibt's ja nicht. Hilft eben auch nicht unbedingt dabei. Bitte platzieren Sie sich. Bitte platzieren Sie sich. Bitte platzieren Sie sich irgendwo. Aha, okay. Dann. Machen wir hier bitte. Witzig, dass hier normale Kampfmusik kommt. Hatten wir jetzt Flamme gewirkt? Ultima-Strahl war jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Mach mal Reißzahn. Was ist zu weit weg? Ach, der Gegenangriff wahrscheinlich. Ich mach mal nur Heilung, weil ich glaube, das ist okay. Cloud schon ist wieder nicht getroffen, dass die... sieht auch sehr schön aus, wollte ich sagen. Und es gibt auf jeden Fall eine Spitzenbelohnung für diese Weapon. Das kann ich euch schon mal sagen. Da freue ich mich total drauf. Da kann ich nämlich eventuell 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Machen wir nochmal ein bisschen Kumate. Ja, also die Zauber, die wir jetzt haben, sind natürlich super toll. Ich muss mich bei Final Fantasy 6 jetzt übrigens an der Stelle entscheiden, ob ich lieber die... eine Esper nehme oder ob ich dort eine... Ich heile lieber mal. Es kann sein, dass wir jetzt gar nicht mehr zum Zug kommen. Ah, den nächsten Kampf dann nehme ich... reingehen klein mit... mit Ultima. Das ist natürlich echt gefährlich. Aber ich darf jetzt nicht ins Menü gehen, würde ich sagen. Aufs Luftschiff, weil ich glaube, dann ist die einfach mal auch weg. Na, mal gucken. Super. Jetzt haben wir sie nämlich verloren. Toll. Ich wusste es. Ich kann es nur versuchen, so im Kreis irgendwie zu fliegen, in der Hoffnung. Und dann kann ich auch schnell ins Menü gehen, weil jetzt ist sowieso egal.
und uns heilen. Und da könnt ihr euch schon mal freuen auf eine schöne Verfolgungsjagd. Yay! Im Notfall, wenn das zu lange dauert, schneide ich euch raus. Das muss ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht antun. So, lasst uns mal die Weltkarte erkunden. Yay! Dann ziehe ich einfach immer einen größeren Radius in der Hoffnung, dass die mir irgendwo entgegenkommt. Wie hoch da die Chance ist, keine Ahnung. Jetzt muss ich mir wieder Themen überlegen, wie ich euch unterhalte. Dim, 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 dim. Ja, auf jeden Fall ist mir schon aufgefallen, wenn man hier Content abliefern möchte, der auch irgendwie so halbwegs Hand und Fuß hat, muss man auch ein bisschen Geld investieren. Da ich beruflich ja viel mit jungen Menschen arbeite zum Thema Übergang Schule-Beruf, ist das auch was, was ich immer wieder sage von hier ist er. Sehr schön. Flieg mal. Ist das immer wieder was von was wollte ich sagen? Wie formuliere ich es? Ich höre das immer öfter, dass Leute sagen, oh, ich will irgendwie in diesem Content-Creator-Business irgendwie was machen, was ich sollen sie machen. Also da geht mich ja auch nichts an, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich hake natürlich dann immer bei der Stelle ein und sage, naja, es braucht eine Idee, es braucht auch Technik. Und die Technik muss irgendwie auch bezahlt werden. Und bis irgendwann mal Geld dort fließt, kann es sehr, 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 sehr lange dauern. Und ich glaube, das sind sich viele nicht so bewusst. Dass das alles auch Geld kostet und Zeit, und da empfehle ich dann manchmal schon so, guckt doch erstmal, was ihr noch für Leidenschaften habt, so im beruflichen Bereich, und startet das mal als Freizeit. Und wenn euch dann, wenn euch dann irgendwann auffällt, dass da mehr draus werden könnte, kann man ja dann immer noch umswitchen, aber ich glaube, es ist noch kein Content Creator irgendwie aus dem Boden geschossen, der sofort super viel Geld bekommen hat. Die Frage ist, ob man auch Geld bekommen will, das ist so das Nächste. Also wenn ich überlege, jetzt zum Beispiel Code Mirror, die hat jetzt nochmal in einem Interview gesagt, dass die keinen einzigen Cent mit YouTube verdient, weil sie macht es einfach nur für sich oder beziehungsweise für die Leute. Und ist ja auch ein Ansatz. Und das empfehle ich dort immer. Und das ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen von, oh ja, es kostet viel Zeit, Kraft und auch Geld, wenn man irgendwie auch ein bisschen was abliefern möchte. So, ich will wieder nicht in dich rein. Jetzt bitte nicht verlieren. Ah, die Richtung. Ja, das ist nämlich auch schon weg. Hey, aber ich glaube, über mehr wird es sich nämlich nicht niederlassen. Ich weiß ja gar nicht, ob man die so ein bisschen steuern kann. Keine Ahnung. So, jetzt bitte lassen sie sich nieder. Ja, bei Final Fantasy VI bin ich jetzt so weit, dass ich jetzt optionales so gut wie abgeschlossen habe. Ich glaube, das Ganze noch was Kleines könnte ich machen. Weiß ich nicht, ob ich da Lust drauf habe. Und kann jetzt sozusagen in den letzten Dungeon vordringen. Und dann bin ich fertig. Das war echt wunderbar. Ultima Weapon. Bitte käsen Sie sich aus. Das erinnert mich immer ein bisschen an meine Hündin, wenn die ihr Geschäft machen muss, wie man das so schön zu Deutsch sagt. Und die sich ewig nicht auskäst und manchmal so denkt, so, na, sag mal, hast du es endlich mal? Wo willst du denn hin? Wo gefällt's dir denn? Kann ich dir Vorschläge machen? Nibelheim ist doch schön. Ah ne, da war's der gerade schon. Costa del Sol, da ist super sonnig. Strand, vielleicht muss ich ein paar Mal an die dran fliegen, damit die sich hier mal niederlässt. Dass die so richtig genervt ist, so, oh Mann. Das hat mich so oft angefahren, jetzt nehme ich irgendwo Platz. Mach bitte. Was ich dann nach der Ultima Weapon angehen wollte, ist tatsächlich nochmal eine kleine U-Boots-Reise zu machen. Es gibt ja noch diesen einen optionalen Ort. Den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe aber keine Ahnung, ob wir die Gegner dort schaffen, weil die sind, glaube ich, recht stark. Aber die geben auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte und AP, das kann ich euch schon mal sagen. Und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es dort auch eine
ultimative Waffe. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß auf jeden Fall, wo Tifas ultimative Waffe ist. Dazu müssen wir nämlich wieder nach Bone Village. Ich fliege jetzt an das Vieh nochmal ran. Müssen dort einen Schlüssel ausgraben, der uns dann wieder nach Midgar führt. Ist so spannend. Und dort müssen wir dann zum Wall Market und müssen zu diesem Automaten, der damals kaputt war. Und dort kriegen wir dann ihre beste Waffe. Also da muss man erstmal drauf kommen. Oder war es das Limit? Nee, ich glaube beste Waffe. Also ist auch so richtig bescheuert, weil also ich untersuche nicht jeden Furzwinkel. Was ist denn hier los? Nein, ich habe die jetzt nicht verloren. Oh nee. Ich krieg die Krise. Nein. Ach, so eine Scheiße. So Leute, das ist der Punkt, wo ich euch jetzt einfach mal rausschneide und euch wieder begrüße, wenn ich weiß, wo diese blöde Kuh ist. Also dann, bis gleich. Hier ist sie übrigens schon, hat nicht lange gedauert. Über Gongonga. Oh. Ist sie wieder am Boden, okay. Ja, geht los mit Ultima-Strahl. Da wollte ich ja erstmal Regeneration machen. Und... Ach ja, ich wollte hier Feindestechnik machen. Das kann sein, dass der, diese Ultima-Strahl, was auch immer das ist, trifft bei Cloud nie. Warum ist das so? Kann mir das bitte jemand erklären? Komet. Jetzt hat es nur 297 getroffen. Das ist ja ulkig. Ah, das kann sein, dass es jetzt Red weghaut. Yep, in der Tat. Nee. Heilung 3. Heilung 3, bitte. Ah, nee, doch. Gut. Red ist weg. Schade. Ah, das war so ein bisschen dumm. Da macht der Cloud jetzt mal gleich Leben. Yuffie nochmal Heilung 3. Bist du wieder weg? Okay, dann starten wir den Kampf dann mit einem toten Red, außer wir verlieren die jetzt wieder. Und ich kann nochmal ins Menü gehen. Super, sie ist wieder weg. Nun ja, dann machen wir es wieder so. Ich schneide euch gleich wieder raus und begrüße euch, wenn ich sie wieder gefunden habe. Bis gleich. So, ihr Lieben, hier ist er wieder. Boah, das ist so langweilig. Ich glaube, das ist immer noch nicht die letzte Stelle, wo die auftauchen kann. Also, ja. Yuffie macht gleich mal wieder Heilung. Es war wieder so langweilig, dass ich einfach angefangen habe, nebenbei Zeug zu fressen. Weil irgendwie muss man sich ja hier vertun. Aber, ja, also... Dadurch, dass die Steuerung eben auch so unpräzise ist, ist es eben auch irgendwie so schwierig, da irgendwas zu steuern. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt Sinn hat, dort irgendwas zu machen. Keine Ahnung. Egal. Ist so, wie es ist. Im Zweifelsfall kann es natürlich passieren, dass der Part etwas kürzer wird, weil ich einfach extrem viel rausschneiden muss. Und ich kann aber auch heute nicht ewig aufnehmen. Also das geht dann irgendwo auch nicht. Ach, Beben 2, geh weg mit deinem Beben 2. Wow, okay. Naja, gut. Dann nochmal Heilung auf alle. Knusper, knusper. Kann von den Nüssen einfach nicht ablassen. Ich glaube, jetzt schwebt sie wieder weg, ne? Oh, und dann bitte danach das letzte Mal. Ich habe langsam keine Lust mehr. Der Kampf ist ja an sich jetzt auch nicht so mega spannend. So, wie ist uns das Glück gesonnen? Und wieder fort. Ach, wie schön. Oh Mann, ey. Okay, das gleiche Spiel. Wir sehen uns wieder, wenn ich weiß, wo sie ist. Wo sie stehen geblieben ist. Bis gleich. Hello, hier sind wir wieder. Das ist immer noch nicht die Endposition. Oh Mann, ey, langsam nervt es mich ein bisschen, weil...
Ich möchte das einfach mal fertig kriegen. Machst du immer weißer Wind? In der Hoffnung, das zockt. Also es gibt viel. Nee, ich wollte eigentlich zaubern. Oh, er macht clever Heilung 3. Der Cloud macht mal Meteorregen und ich muss ja leider weiter fressen, weil ich einfach übelst gefrustet bin. Ich habe wahrscheinlich 10 Kilo jetzt angefressen. Boah, geil. Mal vorsichtig sein. Nicht, dass, wieder gesagt, nächster Kampf dann wieder mit Ultima-Strahl beginnt. Könntest du jetzt bitte mal zu deiner finalen Position fliegen? Boah, was habe ich dich schon wieder? Naja, während der ganzen Sucherei hatte ich mir auch schon überlegt, dass ich wahrscheinlich einfach zwei Parts zusammenschneiden werde, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das für einen ganzen Part ausreichen wird, was ich heute gemacht habe. Das heißt, ich würde den irgendwann an einer gewissen Stelle dann einfach beenden und dann einfach diese Woche nochmal aufnehmen und dann einfach die Parts zusammenknallen als eins und dann ist gut. Ich gehe jetzt erstmal heilen. Das war so meine Befürchtung, dass das übelst lange dauert mit der Ultima Weapon. Aber wie gesagt, vielleicht mache ich einfach grundlegend was falsch. Das wäre natürlich total dumm und schade. Aber gut. Dann ist das so. Okay, dann. Wir verbleiben wie die anderen Male. Ich melde mich bei euch, wenn ich sie gefunden habe. Hahaha, hab sie gefunden. Die ist in ihrer finalen Position. Das ist sehr gut. Jetzt kloppen wir alles drauf, was wir haben. Die Yuffie macht gleich mal Regeneration. Der macht weißer Wind. Der Cloud macht mal wieder Komet. Und dann hoffe ich nicht, dass die irgendwie so eine ultimative, so einen ultimativen Angriff hat, der uns übelst wegknallt oder sowas. Würde ich übelst kotzen. Weil ich bin ja auch dumm. Ich bin ja auch dumm, weil ich hätte ja auch zwischendrin einfach mal speichern können. Hätte man machen können. Aber man kann es auch einfach lassen. Weil da war es schon permanent im Luftschiff gewesen. Ah, da kommt nicht ran, ne? Dann machen wir Ultima. Ultima gegen Ultima Weapon. Ich finde, das ist fair. Sag mal, wie oft willst du das noch machen? Ein bisschen Angst, dass die Yuffie bald nicht mehr heilen kann. Deswegen, ein bisschen kann sie ja noch. Cloud macht nochmal Flamme. Schatten. Ich glaube, das ist nämlich. Macht das alle oder nur Red? Oh. Cool. Cool. Cool, cool. Hat das wirklich erlernt? Weil das letzte Mal hatte ich das Gefühl, dass irgendwo mal jemand gestorben ist bei einem Feindestechnik und dann hat es nicht gelernt. Zauberatem oder sowas. Kälte geboren. Oh. Ist jetzt schade für Red, aber who cares? Ah, guckt mal. Ultimative Weapon. Das ist nämlich die ultimative Waffe. Waffe von Cloud. Yay. Cool. So, und die Weapon hat nämlich jetzt hier was kaputt gemacht und da können wir nämlich hier oben dann hin. Das ist nämlich der alte Wald. Machen wir später. Ich würde jetzt mal hier runtergehen. Erstmal gucken, ob der Red das jetzt wirklich gelernt hat. Quatsch. Bei Zauber. Feintechnik. Doch, hat er gelernt. Extremer Angriff. Na, ist doch super. So, Claudi. Tu mal den Red heilen, dann gibt es noch ein paar Zelte. Haben wir noch eins oder haben wir die alle verbraucht? Wirklich? Ich muss irgendwo einkaufen gehen, ey. War nicht der Gonga gar irgendwo? Aber da kam man, glaube ich, nicht direkt zum. Wie heißt's?
Itemladen. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, hier in der Nähe von... na, wie heißt's? Von Gold Saucer müsste unten eigentlich noch eine Weapon sein. Die habe ich aber ehrlich gesagt nicht gesehen. Und ich frage mich tatsächlich, ob das ein Bug ist, weil ich glaube, als ich das letzte Mal hier gespielt hatte, also damals einen eigenen Durchgang gemacht habe, privat, war die nämlich auch nicht da. Was mir so schade wäre, weil ich hätte die euch gern gezeigt, aber gut. Wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Dann kann man sich das auf anderen Seiten, auf anderen Videos, kann man sich das angucken. So. Yuffie ist schon 49. Könnte ich ja eigentlich jetzt mal austauschen mit... Ach, ein bisschen lasse ich die jetzt noch drin. Also lange hat man sie jetzt gar nicht dabei. Hatte ich es gerade schon gespeichert? Ja, ne? Ich würde jetzt tatsächlich, damit wir noch ein bisschen Sendezeit hier reinkriegen, wenigstens mal noch runter zu dem Schiff fahren. Ich überlege gerade, ob das sinnvoll ist. Weil das Problem ist, ne, es hat kein Wachstum. Das nützt uns natürlich dann nicht ganz so viel, deswegen lasse ich Ragnarök erstmal. Junon war hier drüben. Ich hoffe, dass in dem U-Boot ein Speicherpunkt ist. Aber ganz gut. Oder überlege ich, dass ich doch erstmal lieber was anderes mache, was ein bisschen schneller geht. Ich gucke mal fix auf meine Liste. Ja, ich glaube, das mit dem U-Boot, das machen wir doch jetzt nicht. Das machen wir das nächste Mal. Ich gehe mal hoch nach Bone Village und gucke mal wegen dem Schlüssel, dass wir das vielleicht noch fix machen. Und in Midgar kriegen wir nicht nur Tifas ultimative Waffe, ich glaube auch Cade Siths ultimative Waffe. Damals nämlich im Shinra-Hauptquartier hatten wir nämlich schon mal ein Megafon gefunden. Das konnten wir aber nicht mitnehmen. Dürften wir aber jetzt können. So, Cloud, warum läufst du so langsam? So, fangt an zu graben, außer der Mund aber... Wertvoller Schatz. Ich dachte, dass das hier unten irgendwo war. So, Suche anordnen. Ach so, ich hätte, glaube ich... Ich glaube, das muss ich gar nicht machen. Gucken mal. Naja, mach. Bla, 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 bla. Gucken, ob das so gut funktioniert wie damals die Suche nach der Mondhafe. Ja, mach's hier bitte. Ja. Ich weiß eben nicht, ob es ein wertvoller Schatz ist oder ein kleiner Schatz, weil... So ein Schlüssel... Nix drin, cool. Dann... Machen wir mal... Kleiner Schatz... Wie gesagt, ich erinnere mich so ein bisschen dran, Mondhafer dort oben und das andere hier irgendwie, aber hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Zünd mal. Ja, bla bla bla. Ist eben jetzt auch nicht sonderlich spannend. Und nun? Wenn es jetzt die Stelle nach dem dritten Mal nicht ist, würde ich mal noch nach einer anderen gucken. Und jetzt? Trank, super. Was? Wertvoller Schatz, kleiner Schatz. Vielleicht mache ich doch nochmal. Ich mache das nochmal hier. Ein bisschen weiter oben. Vielleicht so hier. Mal gucken, ob das was bringt. Ach, ich wollte doch gar keinen. Egal. Ich überlege gerade, ob es noch eine andere Stelle gibt, wo man das machen kann. Keine Ahnung. So, aller guten Dinge sind drei. Bitte, 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 bitte,
Nix drin, na super. Ich melde mich, wenn ich es gefunden habe, weil es dauert mir sonst zu lang hier. Da. Hier ist er. Ich gebe zu, ich habe nachgeguckt. Ich weiß, es ist doof, aber mir war das ehrlich gesagt ein bisschen zu doof. Sie haben 500.000 Stellen zu gucken. Und wie gesagt, es ist aber auch gesundheitsfördernd, dass ich nachgeguckt habe, weil ich habe schon wieder angefangen rumzufressen. Und das muss ja auch nicht sein. Können wir nämlich nach Midgard zurück. Und da kommen wir jetzt nämlich... Wie landet man nochmal? So. Und dann kommen wir nämlich durch das wunderbare Tor wieder rein. Aber vorher nehmen wir natürlich noch einen Kampf mit. Und dann soll das mal unsere letzte Amtshandlung für heute sein. Ja, hier kloppt die weg. Bevor wir den Part beenden. Das ist doch gut. Dann können wir doch den Part mit der Suche nach Tifas stärkster Waffe beenden. Und den nächsten Part mit der Suche nach Kate Siths stärkster Waffe. Hilfe. Beginnen. Das klingt doch nach einem Plan. So, rein mit euch ins wunderschön verseuchte Midgar. Was sagst du? Komisch. Habe ich irgendwo den Schlüssel für das Tor fallen lassen? Vielleicht, als ich auf Ausgrabungstour war? Ja, den haben wir, aber wir lassen dich nicht rein, haha. Ach, wie cool, als wir damals hier... Oder will ich gleich nochmal hier reingehen? Oh. Die Kiddies. Hallo? Die sind schön. Ja, deswegen treten wir auch nicht drauf, Cloud. Hey, wo ist denn das Blumenmädchen? Darüber wollen wir nicht sprechen. Für mich hat er damals irgendwie das Spiel so gefühlt erst richtig angefangen, als wir Midgar verlassen haben. Das war, da konnte ich auch im Let's Play das erste Mal so richtig durchatmen. Das war irgendwie komisch. Aber da war das für mich erst so wie, wenn du Midgar geschafft hast, dann geht's richtig los. Ach, jetzt kommen ja so sinnlos Kämpfe. Na gut. Die sind ja leichtes, ihr Räuberbanditen, ihr. Wir kloppen euch weg. Schissi. So, also ich glaube, ich hatte noch nie so einen schneideintensiven Part wie heute. Also das wird echt, da kann ich nicht einfach so dumm daneben sitzen und ab und an mal was rausschneiden. Da muss ich schon ein bisschen aktiver dabei sein. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Aber das Schöne ist, da kann ich dafür dann den nächsten Part, den ich diese Woche noch aufnehme, ganz normal aufnehmen und muss das nicht zusammenhauen mit dem hier. Ich überlege jetzt mal gerade, wir sind jetzt gerade bei 56 Minuten. Naja. Ich denke mal, 10 bis 15 Minuten werden bestimmt rausgeschnitten. Also dürfte man wieder bei einer Dreiviertelstunde landen. Das ist doch super. Habe ich nichts gegen. Aber die Tifa muss nicht im Team sein dafür, oder? Das wäre irgendwie dumm. Oder, na gut, ich glaube, dann könnte ich hier an einem Speicherpunkt noch PHS machen. So, das war hier, ne, im Item. Nee. Doch, genau. Herz der Sehnsucht, da ist es schon. Das ging aber schnell. Ich dachte, da kommt irgendwie eine Szene oder sowas wie... Oh Gott, schaut mal, da ist eine Waffe. Egal. Okay, wir haben es geschafft. Ja, dann starten wir den nächsten Part mit Kate Siths ultimativer Waffe. Und ja, ich denke, dass wir dann mal zum U-Bötchen dann, mit dem U-Bötchen in dieses optionale Gebiet runtergehen. War wieder schön mit euch, auch wenn der Part etwas nervig war. Also mir tut auch der Finger übelst weh, von die ganze Zeit auf X gedrückt bleiben. Aber das Coole ist, wir haben Ultima-Weapon besiegt, wir haben Clouds Waffe bekommen, wir haben jetzt schon Tifas Waffe und ich hoffe, dass es in dem Stile weitergeht, nur etwas schneller. Dann, meine Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Other Side. Tschüss!